von Gábor Halmai. Böhme oder Kiraj. 1:0 für die deutsche Elf. Schönes Zusammenspiel zwischen Deisler und Neuville. Und da ist das Tor. Und wer war's? Sebastian Kehl. Das ist Recken. Und das ist Tor von Janka. Da macht er das lange Bein. Mit dem schmutzigsten Trikot hat er am meisten gearbeitet. Und da ist das 4:0. Der aufgerückte Verteidiger von Werder Bremen, Frank Baumann. Und da ist das Gegentor. Diesmal hat er es geschafft. Attila Zöckeli ist verkürzt auf 1:4. Der letzte Sieg über Ungarn, da muss man ganz weit zurückblättern. 27 Jahre her war das, 1974. Und das war Oliver Bierhoff. Balak, links kommt Böhme. Neville und Janka gegen Simon. Tor! Genauso hatte sich Rudi Völler das vorgestellt. Die ersten Minuten nach dem alten englischen Motto Wait and See. Gut gemacht von Linke. Gary Neville. Nicht im Abseits, Bambi. Owen, Ausgleich. Ferdinand und Gerard. Und der ist drin. Aber da war ich ein bisschen skeptischer. Denn da muss ich ehrlich sagen, da stand Bambi bei der Szene im Abseits. Und ob der Bambi nicht den Kahn irritiert hat, das möchte ich noch mal sehen. Gerade noch mal so aufgepasst, Linke. Und dann ist er falsch posiert. Heskia Owen. Tor. Wollte brasilianisch spielen. Ballack. Er macht kein schlechtes Spiel, hat auch gute Ansätze, aber was kommt raus? Owen schon wieder alleine. Owen. Und wieder Tor. Aber der Ausgangspunkt war der Ballverlust von Michael Ballack. So leid es mir tut. Er hat viele gute Szenen gehabt, aber die Schlüsselszenen, so wie vorher, als er die Torchance vergab und so wie jetzt, als er den Ball verlor, die sind entscheidend. Das gibt die Big Points. Beckham und Scholes, wunderbar gespielt in der Mitte. Heskey, traumhaft angespielt. Heskey, 5:1. Die deutsche Mannschaft wird demontiert, wie wir es in einem heimischen Stadion noch nie erlebt haben. Und Andrei Schewtschenko. So einen hat er gegen Armenien gemacht. Oben rechts rein. Und Zubov. Und Tor. Tor für die Ukraine. 18. Minute. 1:0. Zubov. Dazu Tickler. Tickler geht rein und drin ist er. Drin ist er und das ist nun Michael Ballack. Er war nicht zu sehen und dann ist er da. Michael Neville. Die Ukraine bekommt den Ball nicht weg. Schneider, klasse Flanke, Tor für Deutschland.
Tor für Deutschland in der 14. Minute, Michael Ballack. Und die Flanke kommt und da ist Merville. Als hätten wir es beschrien. Und ausgerechnet in so einem wichtigen Spiel das 2:0 für die deutsche Elf. Nach 11 Minuten. Merville. Bremer wieder Kopfballsieger und 3:0. Noch keine Viertelstunde vorbei. Hatte bis dahin ganz gut gehalten, Maxim Lewicki. Diesmal war es ein Torwartfehler. Und wieder kommen die Verteidiger nicht hoch. Bremer gewinnt seine Kopfballduelle, wie er gerade Lust hat. Klasse, klasse, was ein Pass. Merville. Ballack völlig frei, sein zweites Tor, 4:0. Wieder per Kopfball. Apropos Tore, sie fielen früh. 4. Minute, 11. Minute, 15. und 91. Das 1:4 durch Andrei Schewtschenko. Benayoun, toller Pass. Und Tor, Führung für Israel. Idan Tal. Klose und Tor. Mit Salto hinten dran. Minute 49 im Fritz-Walter-Stadion. Und das war eine rausgespielte Situation. Mehmet Scholl. Klose! Und gleich noch ein hinten drauf. 2:1 Führung für die deutsche Nationalmannschaft. Was für ein Auftakt hier zur zweiten Halbzeit. Dietmar Hamann. Linke. Scholl. Janka. Linke. Und Klose Nummer 3. Links. Bierhoff. Tor. Und 6:1. Asamoah. Also da rechnen wir mal zurück. Eine Minute war der noch nicht ganz drin, oder? Lars Ricken, 7:1. Gemacht von Donovan, Riesenmöglichkeit und an den Pfosten und dann ins Tor von Clint Mattis. Ziege mit links. Tor! Da ist das Tor des Kapitäns. Linke Seite. Tor! Merville! Und dem gönnen sie das hier in Rostock besonders, Oliver Merville. Schneider. Links, Schneider. Tor! Bierhoff! Merville! Böhme. 4:1, es ist ja nicht zu glauben. Thorsten Frings hat er sich verdient. Jo-Max Moore und jetzt vielleicht doch die Möglichkeit zu verkürzen. Haus der offenen Tür da hinten. 1 übrigens, um sich auf England vorzubereiten. Im März in der Schweiz gegen Kamerun.
um gegen Nigeria zu proben. Ja, und heute, die Deutschen sollen sozusagen die Schweden imitieren. Aber jetzt müssen sie aufpassen. Und da ist der Ball drin, erzielt von... Deisler. Janka. Jeremis. Und Frings. Christian Rahn, Janka und endlich ein Tor von Oliver Bierhoff. Rahn, und Deislers, 3:0. Jeremis. Bierhoff und Tor. Janka und Kehl. Im zweiten Versuch. Gucken wir mal. Oliver Bierhoff tritt an und trifft. Und Klose, Janka muss warten erst. Jetzt Carsten Janka ganz alleine. Tu es doch einfach. Es geht doch. Offensichtlich auch Wales zunächst unverändert aus der Kabine gekommen. Wir werden das aber in den nächsten Minuten überprüfen. Und sie haben gleich die erste Chance durch Earnshaw. Tor! Klose. Deisler, Klose. Gegen drei Mann. Ball kommt an. Deisler. Janka, nein. Klose. Ist Deisler. Hamann, Bode. Und das muss es doch sein. Klose. Doppeltorschütze. 2:0. Hamann, der Ball. Ein Stückchen zu weit weg. Aber da steht Gehl. Ziege. Klose winkt. Aber Bode köpft. Und das ist das 3:0. Marco Bode. Schöner Pass von Herzog. Erste Chance für Österreich. Erstes Tor. René Aufhauser. Ein zweiter Mann vom FC Tirol mit. Die Mannschaft von Jogi Löw trainiert wird. Panis eben am Ball hier. Und der Passgeber zum 2:3. Die deutsche Mannschaft schlief da noch. Torschütze Roman Walder. Schön gemacht von Hamann. Bode. Bode gegen Goriop. Und das ist das 5:2. Jawohl. 5:2 für Deutschland. Asamoah setzt sich durch. Und da ist das 6:2. Das halbe Dutzend durch Daniel Pirovka. Ramelow. Ballack. Klose 1:0. Schöne Flanke und Klose. Bilderbuchtor von Schneider, Ziege, Ballack. Und nochmal ein Absatzkick von Klose. Und da ist dann auch das Tor von Janka. Und der macht den Striptease, den die Leute hier sehen wollen. Ha,
Nicht Bierhoff, sondern Klose. Das dritte Tor von Klose. Ziege. Ballack. Aber noch nicht durchschritten. Man muss erst mal abwarten, wie die anderen sich hier durchsetzen. Ah, klasse. Ein Tor von Oliver Bierhoff. Da bekreuzigt er sich zweimal. Schneider. Kompliment, Jungs. Ballack. Klose, da ist er wieder und Tor. Salto. Klose macht das 1:0, 19. Minute. Klose. Miroslav Klose. Klose, Bohne. Marco Bohne, Tor. Vier Minuten und 20 Sekunden ist er drin. Es ist die 50. Spielminute. 1:0 für Deutschland. Und vielleicht auch diese zurückhaltende Art und Weise darstellen, dass sie doch Führungsspieler sind. Ballack. Klose. Tor. Schneider. Einer der fleißigsten überhaupt. Und klasse. Tor durch Neuville. Stöße ein. Und da kann man ganz unbedrängt flanken. Ziege war mit links. Gut gespielt. Wunderbar. Und Ballack erzielt ein Tor. Neuville. Nur müssen die anderen ran. Innen läuft Bierhoff mit. Und Ballack! Unglaublich. 1:0. Hamann verliert den Zweikampf gegen Ronaldo. Rivaldo, Rivaldo, ansatzlos, Achtung, da ist das 1:0. Kahn kann den Ball nur abprallen lassen, Ronaldo. Ganz starke Partie von Kleberson. Auf rechts oder halb rechts, je nachdem, immer noch Kleberson. Rivaldo lässt durch, hat Ronaldo gesehen, das zweite Tor, 2:0.